Wir sind mittlerweile am zweiten Rennen am Nürburgring angekommen. Nochmal kurz vorweg, Rennen 1, ich hab ja wahrscheinlich gemerkt, ich rede immer mal ein bisschen vermehrt jetzt über Setup und kam nicht zurecht. Und das wollte ich nochmal kurz thematisieren, weil es ist auch für mich jetzt ganz neu gewesen, dass wir ab und zu mal, ja, vielleicht nicht unbedingt immer den richtigen Weg gegangen sind. Und das soll nicht immer heißen, dass das jetzt irgendwie an dem Team oder sonst wie liegt. Es kann auch genauso gut sein, dass ich natürlich irgendwie das falsche Feedback gebe. Also, das ist einfach nur das, was ich in dem Moment einfach empfunden habe. Und das ist kein Angriff auf irgendjemanden oder irgendwen. Das ist einfach in dem Moment so, dass es dir, wenn das Setup nicht zu 100% stimmt, du einfach Schwierigkeiten hast. Ich glaube, jeder, der schon mal auf der Rennstrecke gefahren ist und das schon mal ein bisschen zügiger, kann das auf jeden Fall nachvollziehen und weiß, dass es mit einem ja nicht so gut eingestellten Motorrad vom Fahrwerk, ja, du dir einfach sehr viel schwerer tust in den Rundenzeiten. Und wenn du weißt, was eigentlich das Potenzial ist, auch von dem Motorrad, du eigentlich dich weiter vorne siehst. Da ist vielleicht auch ein bisschen Ehrgeiz dabei, aber das wollte ich irgendwie noch mal ganz kurz ansprechen. Race 1, wie ihr gemerkt habt, lief nicht so gut. Dann haben wir gesagt, wir probieren noch mal ein bisschen was aus. Wir haben jetzt eh nichts zu verlieren. Wir gehen noch mal in eine ganz andere Richtung. Und das lief schon ein bisschen besser. Aber wir sehen jetzt aber selbst. So, ihr seht, Achim schiebt mir wieder mal das Motorrad raus. Sagt mir noch mal kurz was zu den verschiedenen Modes. Hier bin ich gerade selber nicht ganz sicher, was da eigentlich los war. Ich glaube, da wollten sie noch mal kurz was besprechen, aber haben mich dann doch rausgeschickt. Weiß ich manchmal selber nicht. Auch ganz witzig, schaut mal auf meinem Tank. Da ist noch die Literanzahl vom quasi wie viel in mein Motorrad reinkommt, beziehungsweise ob das Motorrad Sprit hat. Und das war noch drauf, fand ich ganz witzig, ist mir danach selber in den Aufnahmen erst aufgefallen. Und es geht in den Race Start. Vollgas, Launch Control an und es geht in Richtung erste Kurve. Ich muss sagen, ja, ich hatte schon mal bessere Starts. Ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile auch echt ein bisschen erfolgsverwöhnt von der guten Startthematik mit der Honda. Muss sagen, habe ich ja in den letzten Rennen wirklich alles sehr, sehr gut hinbekommen. Aber da war das eher so lala. So, und es geht ins Infield und ich habe schon gemerkt, ah, okay, also es fühlt sich irgendwie geschmeidiger an aufs Vorderrad, kann hier auch gleich mal mir zwei Jungs schnappen und merke wirklich hier schon, okay, also irgendwie, glaube ich, könnte das auf jeden Fall der richtige Weg sein, was wir hier mit dem Setup gemacht haben. Ich kann auf einmal im Infield und in den Kurven schönere Linien fahren und bin sehr, sehr selbstsicher geworden. Ihr müsst wissen, zwischen Rennen 1 und Rennen 2 haben wir keine Testphase mehr. Wir haben kein Warm-up mehr. Wir können quasi keine Setup-Verstellungen, keine Setup-Änderungen irgendwie mehr testen. Sprich, wir gehen in Race 2 mit, ja, immer ein kleines Pokerspiel rein. So, nimm hier viel Schwung mit aus der schnellen rechts vor mir, Freddy Heinrich. An dem kann ich mich auch noch vor der Schikane hier an ihn vorbeibremsen. Der kommt aber wiederum sehr gut aus der Schikane wieder raus, will sich hier wieder neben mich stellen, aber zieht nochmal zurück vor der letzten Rechtskurve. Und somit gehe ich auf dem 11. Platz hier in die zweite Runde. Ja, und dann geht's auch gleich schon weiter. Vor mir Dominik Rubin. Ich bin wieder ein bisschen später hier auf der Bremse und kann mich hier vor Dominik Rubin setzen. Vor mir Felix Klink. Die einen oder anderen kennen ja schon. Geht hier auch gleich mal an Thomas O'Brady vorbei und sichert sich hier den 8. Platz.
So, nehme hier wieder viel Schwung mit, vor mit Thomas O'Grady, wie gerade schon in der Runde zuvor, kurz vor der Schikane an ihn vorbeigegangen. Und jetzt müssen wir aufpassen, hier geht auch gleich Dominic Rubin, schnappt sich hier die innere Linie und schnappt sich auch noch Thomas O'Grady hier kurz vor der letzten Kurve. Aber pass einfach mal auf, Thomas O'Grady geht hier wirklich an beiden noch vorbei. Fand ich ziemlich spektakulär. Schnappt sich hier einfach mal Dominic Rubin und Freddy Heinrich hier auf der Bremse. Hat auf jeden Fall ziemlich spektakulär ausschaut. Und wer schon mal am Nürburgring hier angebremst hat, weiß auf jeden Fall, was das für eine Nummer ist. Hier nochmal ein bisschen später zu ankern, wenn es hier in die Enge rechts geht. Ja, ich glaube, den Anblick kennen die einen oder anderen schon. Felix Klink hier vor mir aus seiner Kawasaki ZX-10R. Und ja, erstmal tut sich gar nicht so viel. Wir spulen mal 4 Runden vor, weil dann ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action. Ich muss sagen, der Abstand war eigentlich immer relativ gleich. Felix hat auf jeden Fall eine sehr gute Pace gehabt, aber ihr müsst mal aufpassen, ja, da hat er auf jeden Fall seinen kleinen Highsider gehabt und sowas macht auch im Rennen was mit einem. Da erschickt er auf jeden Fall ordentlich und da dachte ich mir jetzt, okay, das ist meine Chance, vielleicht kriege ich ja gleich auf der Bremse irgendwie, aber nee, es hat nicht geklappt vor der Schikane, okay. Ruhe bewahren. Ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich ordentlich vorbereite. Habe mir auf jeden Fall gedacht, okay, auf der Stand und Ziel ist auf jeden Fall die Honda stark. Ich komme richtig, richtig nah ran an Felix. Es ist am Rausbeschleunigen, kommt gar nicht so gut raus, wie ich eigentlich dachte, aber ab dem dritten Gang sieht die Honda einfach nur crazy. Das muss man aber sagen, Honda auf der Geraden ist einfach eine Macht und so gehe ich erstmal hier an Felix vorbei und kann mir den 8. Platz sichern. Ja, ihr seht schon, Felix lässt sich da aber auf jeden Fall nicht so leicht abschütteln. Fährt hier auf jeden Fall mit seiner Kawasaki eine sehr, sehr enge Linie und bleibt da auf jeden Fall dran am Hinterrad. Da erstmal hier auch nicht mehr so viel passiert ist, spulen wir hier auch noch mal kurz 2 Runden nach vorne. Vor mir
Michael Gilardi auf seiner Yamaha R1. Es geht wieder auf die Start- und Zielgerade. Und ich glaube, die einen oder anderen wissen, was kommt. Die Honda Power wird natürlich wieder ausgespielt. Das ist crazy. Dritter und vierter Gang ist da auf jeden Fall, wo die Honda wirklich am meisten zieht. Und da merkst du auch wirklich, ich gehe relativ locker hier an Gilardi vorbei auf seiner Yamaha R1. Der hat mir auch nochmal danach gesagt, es ist einfach crazy, wie gut deine Honda da funktioniert. Und ja, das weiß ich auf jeden Fall und weiß ich auch sehr zu schätzen. Und wie ihr auch schon sehen könnt, ich kann aber diesmal im zweiten Rennen auch im Infield mithalten. Es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt krass davon fahren kann, aber ich kann auf jeden Fall meine Pace halten. Und ja, da war ich auf jeden Fall auch im Rennen schon sehr stolz und sehr beruhigt, weil ich einfach gewusst habe, okay, es ist nicht nur die Beschleunigungsphasen, sondern es ist auch wirklich das Infield oder beziehungsweise allgemein das Turning, wo ich jetzt auf jeden Fall auch mithalten kann. Ja, hier nochmal ein kleiner Wheelie, auch wenn das immer ein bisschen unmöglich ist mit der Traction Control und mit der ganzen Elektronik, da ordentlich das Ding auf ein Rad zu fahren. Und dann geht es auch schon wieder ins Pit zu meinem Data-Ingenieur Achim. Und ihr seht schon an meinem Gesicht, ich bin wirklich froh, dass das jetzt alles funktioniert hat, dass das auf jeden Fall ein Schritt war in die richtige Richtung. Und das ist auch wirklich so die Quintessenz, was ich euch da jetzt ein bisschen mitgeben will, weil ich habe mich am Samstag, also wirklich im Rennen 1, sehr beschwert über das Setup. Ich habe immer Setup, Setup, Setup gesagt und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ja, es haben viele, glaube ich, da ein bisschen gezweifelt, haben gesagt, naja, und hier, und du hast so ein Riesenteam und so. Ja, aber das bringt einem trotzdem alles nichts, wenn wir halt einfach in der falsche Richtung unterwegs sind, beziehungsweise einfach auch nicht das Setup finden, was wir hier am Nürburgring einfach benötigen. Und man hat gesehen, wir sind hier in die richtige Richtung gegangen und es hat sofort auf Anhieb geklappt. Also ich konnte auf einmal die engen Linien fahren, die ich im Race 1 ja so hinterhergeschwärmt habe, würde ich schon fast sagen, dass ich immer gesagt habe, nee, ich kann da nicht fahren, ich kann diese Linien nicht fahren, die Covers oder die R1en fahren können. Und das war für mich einfach die Bestätigung auch wieder, dass wenn das Setup stimmt, ich auch die Pace fahren kann, die die Jungs vorne fahren können. Jetzt vielleicht nicht unbedingt 1 und 2, aber auf jeden Fall da irgendwo vorne mitfahren kann. Und das war mir irgendwie ganz wichtig. Und Nürburgring war da einfach, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie sowas laufen kann. Da waren nicht mal 24 Stunden auseinander. Und wir haben schon ein paar Sachen gemacht, war jetzt nicht die Welt, aber wir haben das Motorrad wieder anders gestellt von der Geometrie. Und auf einmal hat das alles funktioniert und ich hatte so viel Selbstsicherheit auf dem Motorrad. Ich denke, das hat man auch gesehen. Und ja, das zum Thema Nürburgring Race 2. Es hat sehr viel Spaß gemacht und am Ende von so einem Rennwochenende ist es dann auch einfach geil, wenn man dann sagen kann, oh, okay, schau an, es klappt. Ich kann fahren, es geht schon, das geht auch. Und das war mir einfach sehr wichtig und da war ich auch heilfroh, dass wir am Ende dann so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, darauf können wir aufbauen und das war's. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem ganzen Setup-Thema? Ich bin da immer auf jeden Fall drauf und dran, da euch alles zu beantworten. Falls ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace!